Halo, guten Abend, dobro večer, dobrodošli u novu video lekciju. Pozabavit ćemo se malo danas nemačkim za, da kažemo, A2 nivo, srednji nivo, ali u pitanju je univerzalni nivo, a u pitanju su dve reči koje na svakom nivou, naravno, moramo da znamo da koristimo. To je reč jemand, neko, i niemand, niko. Dakle, posvećamo pitanja sa jemand i odgovarati sa niemand i to sve 30-ak puta. Tako da nadam se da će posle ove video lekcije to biti savršeno jasno. Krećemo odmah. Ok, počinjemo sa jemand i niemand. Dakle, prva rečenica je niemand weiß genau was will. Niemand weiß genau was will. Niko ne zna tačno šta on želi. Niemand weiß. Zapravo kažemo niko zna, jer nema dvostruke negacije. Tako. Znači, niemand weiß, niko ne zna. Genau, tačno, was will, šta on želi. Weiß jemand genau was will, bi bilo pitanje, zna li neko, weiß jemand, zna li neko od vas ovde, šta on želi? Niemand weiß was will. Jemand, niemand. Broj dva. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Niko me ne može zaustaviti. Aufhalten, zaustaviti. Niemand kann mich aufhalten. Kako da pitam, da li neko može da te zaustavi? Kann jemand dich aufhalten? Kann jemand dich aufhalten? Niemand kann mich aufhalten. Znači, može li neko? Kann jemand? Ne može niko. Niemand kann. Niemand kann. Broj 3. Niemand hatte mehr was zu sagen. Niko više nije imao šta da kaže. Niemand hatte mehr etwas zu sagen. Sada mu pitamo, da li je neko imao još nešto da kaže? Hatte jemand noch etwas zu sagen? Hatte jemand noch etwas zu sagen? Nein, niemand hatte mehr etwas zu sagen. Niemand hatte. Hatte jemand? Niemand hatte. Broj 4. Nach 8 ist niemand da. Posle 8 tamo nema nikoga. Nach 8 ist niemand da. Kako ćemo pitamo? Ima li nekoga tamo, recimo u kancelariji? Ima li nekoga tamo posle 8? Ist jemand nach 8 da? Da li je neko posle 8 tamo? Ist jemand nach 8 da? Ist jemand nach 8 da? Nein, nach 8 ist niemand da. Posle 8 nema tamo nikoga. Nach 8 ist niemand da. Petica. Außer Anna möchte niemand den Film sehen. Außer Anna möchte niemand den Film sehen. Osim Ane, niko nije želeo da gleda film. Außer Anna möchte niemand den Film sehen. Da li je neko osim mene žele da gleda film? Möchte jemand außer Anna den Film sehen? Möchte jemand, da li je neko želeo? Möchte, da li neko, da li bi neko želeo? Möchte jemand? Mislim sad pogrešno prevela, znači außer Anna möchte niko ne želi. Ovo je prezent, odnosno da kažemo konjuktiv cvaj, pa da prevedemo osim mane niko ne bi želeo da gleda ovaj film. Da li bi neko osim mane želeo da gleda ovaj film? Möchte jemand außer Anna den Film sehen? Nein, außer Anna möchte niemand den Film sehen. Da smo stavili mochte bez umlauta, onda bi bilo prošlo vreme. Außer Anna mochte niemand den Film sehen, znači nije želeo niko da gleda film.
A möchte niemand, niko ne bi želeo da gleda film. Broj 6. Sein Sie ruhig. Niemand wird Sie stören. Znači, budite mirni. Niemand wird Sie stören. Niko vas neće uznemiravati. Da li će me neko uznemiravati? Wird jemand mich stören? Wird jemand mich stören? Da li će neko mene uznemiravati? Sein Sie ruhig. Niemand wird sie stören. Niko vas neće uznemiravati. Ovo je persiranje, znači veliko zi. Niemand wird sie stören. Buduće vreme. Broj 7. Niemand hat mir geholfen. Nein. Niemand hat mir geholfen. Dakle, šta hoćemo da pitamo? Hoćemo da pitamo da li ti je neko pomogao? Hat jemand dir geholfen? Hat jemand dir geholfen? Da li je tebi neko pomogao? Nein, leider nicht. Niemand hat mir geholfen. Niemand hat mir geholfen. Broj 8. Zum Glück ist niemand schwer verletzt. Oder schlimm verletzt. Na sreću, niko nije ozbiljno povređen. Zum Glück ist niemand schwer verletzt. Da li je neko ozbiljno povređen? Ist jemand schwer verletzt? Ist jemand schwer verletzt? Da li je neko povređen? Ist jemand schwer verletzt? Nein, zum Glück ist niemand schwer verletzt. Broj 9. Das würde ich niemandem raten. Das würde ich niemandem raten. Dakle, ovdje imamo, nemamo niemand, nego nastavak za dati. Ja to nikome ne bih savjetovao. Konjunktiv 2, würde, ja ne bih to nikome savjetovao. Das würde ich niemandem raten. Oda niemand raten. I hoćemo da pitamo da li biste vi to nekome savjetovali. Würden Sie das jemandem raten? Würden Sie das jemandem raten? Znači ovdje možemo sa dativom. Würden Sie das jemandem raten? Da li biste vi to nekome savjetovali? Nein, nein, nein. Ich würde das niemandem raten. Ja ne bi to nikome savjetovali. Broj 10. Vielleicht, weil ich niemandem vertraue. Znači, zum Beispiel, warum bist du immer allein? Što si uvek sam? Warum bist du immer allein? Vielleicht, weil ich niemandem vertraue. Možda, zašto si uvek sam? Pa možda zato što nikome ne verujem. Znači, opet imamo ovaj, niemandem dati. Znači, warum bist du immer allein? Vertraue. Traust du jemandem? Veruješ li nekome? Či vertraust du jemandem? Da li veruješ nekome, ikome? Nein, ich vertraue niemandem. Ich vertraue niemandem. Broj 11. Sie ist traurig, weil niemand sie zur Party eingeladen hat. Sie ist traurig, tužna je, weil niemand sie zur Party eingeladen hat. Jer niko nju na zabavu pozvao nije. Znači, niemand hat sie eingeladen. Niemand hat sie zur Party eingeladen. To je nezavisna rečenica, ovdje je sa weil, zavisna, pa onda hat otišao na kraj. Weil, warum ist sie traurig? Zašto je ona tužna? Warum ist sie traurig? Weil niemand, subjekat, sie zur Party eingeladen hat. I mi hoćemo da pitamo da li je nju neko pozvao na zabavu. Znači, da li je nju neko pozvao na zabavu? Hat jemand sie zur Party eingeladen? Hat jemand
Da li je neko nju na zabavu pozvao? Hat jemand sie zur Party eingeladen? Nein, niemand hat sie zur Party eingeladen und sie ist traurig. Sie ist traurig, weil niemand sie zur Party eingeladen hat. Niemand ist zu meiner Rettung gekommen. Niko nije došao da me spasi. Niemand ist zu meiner Rettung gekommen. Da li je neko došao da te spasi? Ist jemand zu deiner Rettung gekommen? Ist jemand gekommen? Ist jemand zu deiner Rettung gekommen? U tvoje spašavanje. Rettung. Nein, leider nicht. Niemand ist zu meiner Rettung gekommen. Retenje, spasiti. Niemand weiß warum. Niko ne zna zašto. Niemand weiß warum. Da li neko zna zašto? Weiß jemand warum? Zna li neko zašto? Weiß jemand warum? Nein, niemand weiß warum. Niemand kann mein Zimmer betreten. Niko ne sme da kroči u moju sobu. Ne može da kroči u moju sobu. Niemand darf. Ne sme, niemand kann, ne može, mein Zimmer betreten. Da li neko može? Kann jemand dein Zimmer betreten? Kann jemand dein Zimmer betreten? Nein, niemand kann mein Zimmer betreten. Erzähl das niemandem. Opet imamo sadativ. Znači, nemoj to nikome da ispričaš. Erzähl das, ispričaj to nikome. Erzähl das niemandem. Sad ja da pitam, recimo, mogu li to da ispričam nekome? Kann ich das jemandem erzählen? Kann ich das jemandem erzählen? Nein, du kannst das niemandem erzählen. Erzähl das niemandem. Niemand konnte das Rätsel lösen. Niemand konnte das Rätsel lösen. Nije mogao, niko nije mogao da reši tu taj problem, tu zagonetku. Da li je neko mogao da reši? Konnte jemand das Rätsel lösen? Konnte jemand, da li je neko mogao das Rätsel lösen? Nein, niemand konnte das machen, niemand. Niemand hört mir zu. Niko me ne sluša, niko ne sluša što ja pričam. Niemand hört mir zu. Da li neko sluša što ti pričaš? Hört dir jemand zu? Tačnije, idemo subjekat. Hört jemand dir zu? Nein, niemand hört mir zu. Hört jemand dir zu? Glagol zuhören ide sa dativom. Znači nije mene, nego meni, tebi. Ich höre dir zu. Keine Sorge, ja te slušam. Ich höre dir zu. Er sieht seit einer Woche niemanden. On već nedelju dana nikog ne viđa. Onda imamo sa N, sa akuzativom. Er sieht seit einer Woche niemanden. Znači, seit einer Woche, od pre nedelju dana, ne viđa nikoga. Sieht er niemanden. Sad da pitam, da li on viđa nekog? Sieht er jemanden? Sieht er jemanden? Nein, niemanden. Er sieht seit einer Woche niemanden. Aber niemand konnte uns hören. Ali niko nas nije mogao čuti. Niemand konnte uns hören. Da li je vas neko mogao čuti? Konnte euch jemand hören? Konnte jemand euch hören? Znači, da li je mogao neko vas da čuje? Konnte jemand euch hören? Nein, niemand konnte uns hören. Uns, nas, euch, was.
Ich bin neu im Viertel, ich kenne niemanden hier. Nov sam u kraju i ne poznajem nikoga. Ich bin neu, ich kenne niemanden hier. Poznaješ li nekog ovde? Kennst du jemanden hier? Kennst du jemanden hier? Nein, ich kenne niemanden hier. Ne poznajem nikoga ovde. Ich habe mehrere Leute gefragt, aber niemand konnte mir helfen. Ich habe mehrere Leute gefragt, pitao sam više ljudi, aber niemand konnte mir helfen. Ali niko nije mogao da mi pomogne. Da li je neko mogao da ti pomogne? Konnte jemand dir helfen? Konnte jemand dir helfen? Nein, ich habe mehrere Leute gefragt, aber niemand konnte mir helfen. Es bedeutet, dass es ein Geheimnis ist, das man niemandem erzählen darf. To znači, es bedeutet, dass es ein Geheimnis ist, da je to jedna tajna, das man niemandem erzählen darf, koja se nikome ne sme ispričati. Znači, sme li to nekome da se ispriča? Darf man es jemandem erzählen. Sme li se to nekome ispričati, bukvalno. Darf man es jemandem erzählen? Nein, das ist ein Geheimnis, das man niemandem erzählen, ili das man darf niemandem erzählen. Man darf das niemandem erzählen. To se ne sme nikome ispričati. Man darf das niemandem erzählen. Niemand hat mir davon erzählt. Niko mi nije o tome pričao. Niemand hat mir davon erzählt. Da li ti je neko o tome pričao? Hat jemand dir davon erzählt? Hat jemand dir davon erzählt? Nein, niemand. Niemand hat mir davon erzählt. Niemand hat ihn gesehen, nikoga nije video. Niemand hat ihn gesehen, da li ga je neko video? Hat jemand in njega gesehen? Hat jemand ihn gesehen? Nein, niemand hat ihn gesehen. Wir haben überall nach ihm gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Svugde smo za njega pitali, ali niko njega nije video. Znači, rekli smo, hat jemand ihn gesehen? Nein, niemand hat ihn gesehen. Niemand wohnt hier. Niko ne živi ovde. Niemand wohnt hier. Da li neko živi ovde? Wohnt jemand hier? Wohnt jemand hier? Nein, niemand wohnt hier. Er kennt niemanden hier, možemo reći, ne poznaje nikoga. Kennt er jemanden hier? Poznaje li on nekoga ovde? Kennt er jemanden hier? Nein, er kennt niemanden. Niko ne radi, niemand arbeitet. Da li neko radi? Arbeitet jemand. Nein, niemand arbeitet. Niemand hilft uns. Hilft uns. Niko nam ne pomaže. Da li vam neko pomaže? Hilft jemand euch? Da li vam neko pomaže? Hilft jemand vama euch? Nein, niemand hilft uns. Niemand ist zu alt zu lernen. Niko nije suviše star da bi učio. Niemand ist zu alt zu lernen. Ist jemand zu alt zu lernen. Ist jemand zu alt? Da li je neko suviše star? Niemand ist zu alt. Niko nije suviše star. Niemand ist zu alt zu lernen. Niemand ist mir gefolgt. Niko me nije sledio. Niemand ist mir gefolgt. Hat jemand dir gefolgt? Da li te je neko sledio? Da li išao za tebe? Hat jemand dir gefolgt?
Nein, niemand ist mir gefolgt. Du brauchst niemanden und nichts. Ti ne trebaš ništa i nikoga. Du brauchst niemanden und nichts. Znači, da li ti treba? Brauchst du jemanden? Nein, ich brauche niemanden. Niemand kann mir helfen. Niko mi ne može pomoći. To smo već rekli. Kann jemand dir helfen? Niko nije na odmet obnavljati i ponavljati. Kann jemand, može li neko tebi da pomogne? Kann jemand dir helfen? Nein, niemand kann mir helfen. Niemand weiß es. Weiß jemand, da li neko to zna? Weiß jemand es? Nein, niemand weiß es. Niemand macht das besser als sie. Niko ne radi to bolje od vas. Macht jemand das besser als sie? Macht jemand, radi li neko to bolje od vas? Macht jemand das besser als sie? Nein, niemand macht das besser als sie. Od vas. Ok, to je to, vidimo se na jednom klipu. Ćus.